Tachchen, Sportsfreunde, euer Gerki am Start. Schöne Grüße aus Sri Lanka, aus Gaul, quasi im Süden von Indien, ungefähr 8000 Kilometer von Berlin entfernt. Ja, wir sind ein bisschen dem Winter entflohen. Tut ganz gut, 30 Grad. Heute war sogar ein bisschen regnerisch, aber ja, man kann runterkommen, abschalten und einfach die Sonne sonst genießen. Nur heute war halt nicht so. Und ja, neben dem ganzen Urlaub habe ich natürlich auch ein bisschen zu tun, habe meinen Laptop dabei. Und habe ungelogen tatsächlich gestern hier einen Vertrag unterzeichnet. Heutzutage macht man das über das Internet so, ne? Wegen Corona muss man nicht mal vor Ort sein. Und ja, bevor ich die Bombe platzen lasse und euch quasi meinen Sponsor vorstelle und wieso ich quasi dort bin, möchte ich euch erklären, wieso. Ne? Also es gibt ja mal einen Grund, wieso man bei einem Sponsor ist oder auch nicht. Und in der Hinsicht möchte ich darauf eingehen, was für mich wichtig ist, bei einem Sponsor. So, da kann man erstmal ganz klar, ich glaube, das sagt sonst keiner, natürlich die Kohle muss stimmen. So, das ist ja wie ein Arbeitgeber, safe, da bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, wenn jemand immer so sagt, hier und da, klar, A, macht man es natürlich auch wegen dem Geld. Wenn ich jetzt 5 Angebote habe und eins ist extrem schlecht im Vergleich zu den anderen, dann werde ich wahrscheinlich, auch wenn ich vielleicht die Produkte ganz cool finde, nicht unbedingt zu dem gehen, wo ich nicht von leben kann. Ne? Das ist natürlich ein ganz klarer Faktor, das Geld, was man kriegt. Das ist aber nicht das Einzige. Da muss man auch sagen, ich habe auch andere Angebote gehabt, wo ich teilweise etwas mehr bekommen hätte, wo ich aber sage, da ist es mir das nicht wert. Und jetzt möchte ich eigentlich auf den Kern kommen, wieso ich bei einem Sponsor bin oder nicht. A, es muss mir das Gefühl geben, dass ich erstmal keinen Zwang habe. Das ist für mich das Allerschlimmste, wenn ich bei Instagram oder bei Social Media reingucke und einfach sehe, dass Leute in den unmöglichsten Situationen irgendwelche Dosen in die Kamera halten, zum Beispiel auf irgendwelchen Fotos, so einer Badewanne. Also das ist ein Extrembeispiel, aber ihr kennt das alle. Oder mit den Kindern im Wohnzimmer und dann noch so ein Riegel, weil man wieder irgendwie der Tag zum Posten ist oder noch 2 Videos oder Fotos in der Woche posten muss. Und dieser Zwang, dass man so eine Liste bekommt, vertraglich, die man abarbeiten muss. Ne? Oder irgendwelche Aktionen, wo es wie so eine Gleichschaltung ist, wo jeder zum gleichen Tag das und das posten muss, um ein neues Produkt oder eine Rabattaktion anzuwerben. Finde ich nicht cool, weil ich finde, wenn man etwas geil findet, dann bewirbt man das eigentlich dann, wenn man es auch nutzt und wenn man es auch wirklich ja gerade zeigen möchte, weil man das gerade im Alltag so einsetzt, dass es vielleicht eine Situation verbessert oder einem hilft, ja, wie zum Beispiel ein Proteinshake nach dem Training, so macht ja Sinn, oder ein Booster vor dem Training, wenn man ist unterwegs, hat einen geilen Riegel oder so. Aber dieses Gedrungene, ich muss euch mal zeigen hier, dass ich 2 Dosen Eiweißpulver mit im Urlaub habe und die jetzt hier an den Strand stelle, auch Blödsinn, würde ich auch hier nicht machen. So, ne? Ich habe zwar auch ein paar Sachen jetzt hier, das zeige ich euch gleich kurz, aber ich bin der Meinung, im Urlaub braucht man nicht wirklich Supplements mitnehmen. Und einfach das Gefühl, dass die Leute dahinter cool sind, dass die Leute dahinter auch nicht auf Krampf versuchen, den Menschen etwas zu verkaufen, vielleicht was sie gar nicht brauchen. Ich sehe das jetzt momentan sehr, sehr häufig tatsächlich, dass durch Studien irgendwas untermauert wird, um den Leuten einzutrichtern, dass sie ja unbedingt das brauchen, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Und diese Werbung, dass man sagt, du brauchst dieses Produkt, um ein besseres Leben zu führen oder viel besser zu sein, sehe ich bei Nahrungsergänzung eigentlich weniger. Klar kann es etwas optimieren, aber ich bin immer der Meinung, wenn man sich vernünftig ernährt, gesund lebt, können Supplements eigentlich nicht mehr besonders viel optimieren. Nicht mehr besonders viel. Und vor allem nicht bei dem Otto-Normalverbraucher, wo halt die Community, ne, fast bei allen Fitness-YouTubern jetzt nicht unbedingt immer Leistungssportler sind, sollte man auch davon ausgehen, dass man Leuten nicht unbedingt verklickert, dass sie irgendwas brauchen, was sie nicht brauchen. Das finde ich immer so ein bisschen ekelhaft. Fällt mir die letzte Zeit sehr häufig auf. Aber das bleibt jedem überlassen. Da kann man ja auch wählen, zu welchem Sponsor man geht. Und dementsprechend, ja, wo bin ich jetzt hin? Oder was mache ich überhaupt? Leute, ich habe tatsächlich den Vertrag, vielleicht habt ihr schon gesehen, bei MyProtein um 2 Jahre verlängert. Ich bin jetzt seit über 4 Jahren inzwischen da. Ich war noch nie so glücklich bei einem Sponsor und so zufrieden. Ich war bei ESN, ich war bei Ironmax, ich war bei Protein Project. Das waren die, wo ich davor war. Ich hatte Angebote von ESN, ich hatte Angebote von Prosis. Ich hatte von einigen wirklich Angebote, aber muss am Ende einfach sagen, es war noch nie so angenehm wie bei MyProtein, wo ich seit 4 Jahren bin. Es beruht auf Gegenseitigkeit, dass sie mit mir zufrieden sind. Ich bin mit denen zufrieden. Und ich habe nicht diesen Zwang, den viele einfach haben, dass ich irgendwie was auf Teufel komm raus anwerben möchte. Ich feiere die Sachen. Ich trage die Sachen, wie ihr seht. Was habe ich mit dem Urlaub? Einen kleinen Booster. Ich sage euch auch gar nicht, dass das der beste Booster ist oder sonst was. Der schmeckt mir besonders gut eigentlich. Das Cola-Geschmack und der ballert mich nicht so aus dem Leben wie irgendwelche Hardcore-Booster. Deswegen ist der angenehm fürs Training hier.
Und was ich halt vor allem immer bei MyProtein ja in den Vordergrund stelle, sind halt die Vielzahl an Snacks, ne? Irgendwelche Cookies, Riegel, Waffeln, Oreo-Cakes. Das ist einfach das so, ne? In meinem Lebensstil, im Intervallfasten, haue ich mir das abends rein. Tagsüber gönne ich mir ERAs. Mein Leben besteht tatsächlich nicht nur aus Supplements. Ich habe aber ein paar Helfer, wie gesagt, ERAs beim Fasten, ein Whey-Protein, also so ein Hydrolysat, ein Clearway nach dem Training, mal Zink, mal Magnesium, mal Vitamin D, ein paar Riegel, mal ein kleiner Booster. Das ist das, was ich nutze und das macht mir Spaß. Das optimiert vielleicht in einer geringen Weise meinen Alltag, aber vor allem macht es Spaß, diese Supplements, weil sie schmecken, zu konsumieren. Und das ist auch mein Ansatz weiterhin bei MyProtein, dass es Rabattaktionen gibt natürlich immer wieder. Und ich euch sage, ey, das schmeckt mir besonders gut, probiert das mal aus, das ist ganz cool, macht Spaß. Aber niemals so, ey, das kann jetzt dein Leben um 180 Grad drehen, alles verändern. Das optimiert deinen Schlaf, deine Regeneration, bla. Es gibt immer gewisse Komponenten, aber das ist nicht der Ansatz, den ich feiere. Und dementsprechend, ja, habe ich auch diesen Druck nicht von MyProtein bekommen, sondern die haben gesagt, mach das so, wie du es bisher gemacht hast. Ich habe es 4 Jahre so gemacht, wie ich es gemacht habe. Die fanden es cool, also würden sie nicht 2 Jahre mit mir verlängern. Ich verdiene gut, das muss man natürlich auch sagen. Definitiv gehört das auch mit dazu. Das ist einfach real, so wenn man das sagt, ne? Wie gesagt, wenn du einen Arbeitgeber hast, dann gehst du auch zu einem, wo du wirklich was verdienst. Also keiner arbeitet für umsonst, definitiv. Und ja, auch selbst die Kleidung. Ich habe extra nochmal 3, 4 Tanktops für den Urlaub zuschicken lassen, weil ich dann mir nichts kaufen muss. Also ich trage fast auch nur noch MyProtein-Kleidung und das ja, finde ich cool. Ja, so viel dazu. MyProtein ist auch, was ich auch ganz geil finde, in England. Viele sagen, ja, ist gar kein Made in Germany. Ich finde die ja, Qualitätskontrollen, bla, ihr wart vielleicht noch nicht in England, aber es ist mindestens genau dasselbe. Also es ist jetzt nicht irgendwo hinterm Mond, dass die ein ganz anderes Ding machen. Also es ist auf jeden Fall qualitativ top. Ich habe bei MyProtein die volle Transparenz. Ich habe das bei wenigen gesehen, dass sie gezeigt haben, wo irgendwelche die Rohstoffe produzieren, bla. Ich war natürlich bei Müllermilch, bei Sachsenmilch. Ich habe gezeigt, wo die Molke herkommt. Ich war in der Produktion. Der Pillen. Ich weiß noch, wo ich dort in der Produktion war. Mir wurde nichts verboten. Ich durfte überall drauffüllen, auf jeden Sack von irgendwelchen Rohstoffen. Und diese Transparenz und das coole Team, was dahinter ist in England, gibt mir einfach ein gutes Gefühl. Und deswegen gab es für mich keinen anderen Grund, als zu sagen, hey, wir machen das so weiter. Für beide eine Win-Win-Situation. Und es ist auch so, nicht dieses krampfhafte Bodybuilding, ne? Also ich will jetzt gar nicht gegen Bodybuilding schießen, das ist auch ganz cool. Aber dieses krampfhafte, versteht ihr, was ich meine? So aufgestopfte Viecher, da sind irgendwelche, auch nichts gegen Stoffe allgemein. So, ne? Ich kenne auch welche, aber ich finde es irgendwie nicht fair oder nicht cool, wenn da Leute sind, die irgendwie über 100 Kilo wiegen, aufgepumpt sind und man weiß, woher das kommt. Und dann den Leuten mit Supplements das irgendwie so zu verschönlichen und zu erklären, dass sie so aussehen. Ja, ich trinke ja abends mein ERA, mein Whey und dann immer so, Ernährung ist ja das Wichtigste, dabei ballern sie sich jeden Abend eine Spritze in den Arsch. Muss man auch mal sagen, das ist auch bei MyProtein so, die haben nicht grundlegend diese Athleten, die jetzt die übelsten Stoffer sind oder diesen krassen Bodybuilding-Lifestyle irgendwie leben, was auch ein Punkt ist, wo ich mich nicht mehr so groß mit identifizieren kann momentan. Und jedem das Seine. Ich habe verlängert und wollte euch das einfach mal mitteilen, weil alle ja solche Videos machen hier, so ein Riesengeheimnis raus. Und das habe ich jetzt einfach auch mal für mich genutzt. Werde euch natürlich auch in der Zukunft weiterhin die neuen Produkte vorstellen, aber natürlich nicht auf diese krampfhafte, ja, Art und Weise. Vielleicht kriege ich auch bald mein eigenes Produkt, also so ein Branded-Produkt. Ist aber was ich sowieso nutze. Und ihr könnt ja mal schreiben in den Kommentaren, was das sein könnte. Wir machen noch ein bisschen Urlaub. Und in dem Sinne könnt ihr mal sagen, was ihr darüber denkt. Ich finde auch mal dieses Bashing überhaupt nicht gerechtfertigt. Es gibt ja immer oft dieses MyProtein-Bashing, was aus gewissen Ecken kommt. Es gibt dafür überhaupt gar keinen Grund, keine Belege, kein nix. Ich kenne, wie gesagt, auch keine Firma, die so transparent die Produktion zeigt, wie MyProtein das tut. Und in dem Sinne, ja, eure Meinung, das würde ich mich freuen. Ich bin raus, euer Görki. Ciao.